Hi, ich bin Dan und ich zeige euch heute mein Gear, was ich dabei habe auf Mehrtagestouren. In diesem Fall bin ich zum Beispiel gerade unterwegs auf einem Rundwanderweg gewesen und heute bei einer Lost Place Tour. Das Ganze ist auf Overnighter ausgelegt und ja, ich zeige euch einfach mal, was ich da dabei habe. Okay, so wie ihr gerade schon gesehen habt, habe ich immer eine Plane dabei. Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich darauf dann all mein Gear auslegen kann, wenn ich einen Spot gefunden habe. In dem Fall jetzt auch hier im Lost Place zum Beispiel. Das schützt nochmal die Ausrüstung vom Untergrund und da kann man sich meistens dann schnell draufsetzen und das Gear bleibt sauber. So, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt hier mein Trooper Pack von Tasmanian Tiger. Ich habe mir das Ganze so unterteilt, dass ich außen und unten drunter die Schlafausrüstung habe. Das heißt, hier habe ich jetzt den Carinthia Tropen dabei. Und hier im äußeren Fach kann ich sehr gut außen zum Beispiel auch die Plane transportieren. Hier habe ich im Schnellzugriff Sachen wie Regenjacke, Regenhose und aber auch ganz wichtig das Tarp und Schnur und Heringe und Schnellspanner. Das heißt, ich habe die Möglichkeit sofort das Tarp auszulegen, danach das Shelter aufzubauen, dann Schlafsack und Isomatte passt da auch rein in der Regel, aber oft wenn ich unterwegs bin, packe ich das Ganze halt dann nochmal neu, je nachdem wie es gerade bei der Tour passt. Ich gehe jetzt direkt ins große Fach rein, hier habe ich meistens nochmal eine zusätzliche Kleidungsschicht dabei, einfach zur Wärmeisolation. Bei mir ist natürlich das Kameraequipment noch wichtig, das habe ich meistens auch oben im Rucksack für den schnellen Zugriff. Hier habe ich noch eine Tagesration von Essen. Da passen hier auch wohl zwei noch in den Rucksack rein, dann wird es aber schon echt eng. Einen Tag habe ich jetzt schon aufgegessen, sage ich mal. Und zwar gestern bei der Rundwanderung mit Taco. Das Video kommt dann nächste Woche. Ich zeige jetzt einmal kurz, was ich so dabei habe. Einfach, dass ihr so einen Eindruck bekommt. Ich rechne an einem Tag immer mit ca. 3000 Kalorien. Das ist schon eine Menge hier, wie ihr seht, aber ihr werdet auf jeden Fall bei einer langen Wanderung schnell so viel verbrennen. Das setze ich bei mir oft aus Riegeln zusammen. Hier habe ich jetzt einmal quasi so ein Essens-Loadout von günstigen Produkten, keine speziellen Outdoor-Produkte und das Ganze geht über Brot mit Aufstrich, Riegel, Porridge, dann diese Instant-Nudeln, sag ich mal, Beans, Snacks und immer ganz wichtig, Nüsse und Trockenfrüchte. Ja, weiter geht's. Außerdem Hygienekit, Klopapier, Alarmstufe Rot, ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich immer gerne zusammen in einem mein tägliche Hygiene- und Erste-Hilfe-Kit. Hier ist sowas drin wie Zahnbürsten, aber auch die Zeckenzange, Pflaster, wie heißt es nochmal hier, die Isolierdecke? Rettungsdecke. Rettungsdecke, genau. Und sowas. Das ist natürlich immer individuell zusammenstellen, individuelle Medikamente reinpacken. Ich habe zum Beispiel mal Ibuprofen dabei. Und dann passt das schon. So, Trashbag, luftdicht verschließbar, ist jetzt nur noch ein bisschen Pfand drin, konnten wir eben schon alles loswerden. Das kommt natürlich immer alles kommt immer alles wieder mit an Müll. Dann habe ich hier Kleidung, vielleicht einmal so als Eindruck. Ich trage meistens ein kurzärmiges T-Shirt, ein langärmiges T-Shirt, habe dann noch eine zusätzliche Wärmeschicht und dann auch eine Jacke, eine Regenjacke, eine regenschützende Schicht. Für zwei, drei Tage habe ich gerne zum Schlafen einen Buff und auch einen Hut dabei, wenn es kälter wird. Also hier so eine Mütze, Fließmütze. Dann dicke, warme Socken für den Schlafsack, dass man keine kalten Füße bekommt. Und dann Funktionsunterwäsche für jeden Tag, Socken und Unterhosen. Theoretisch reichen zwei Paar. Das Ganze lässt sich dann auswaschen, aber für den Notfall oder wenn es vom Gewicht her passt,
nehme ich auch gerne für jeden Tag dann was mit, wenn es nur über 2-3 Tage geht. Außerdem habe ich noch eine lange Unterhose dabei, weil es waren 5 Grad angekündigt und der der Tropen geht nur bis 5 Grad. Und letzten Endes waren es halt 10, 15 Grad und der hat dicke ausgereicht, das war auf jeden Fall nicht notwendig, aber ist ja alles Trainingsgewicht. So, weiter geht's. Und zwar bei dieser Tour war auch ein bisschen der Fokus auf Werkzeuge. Taco wollte gerne noch ein bisschen was austesten, deswegen habe ich die Gomboy dabei gehabt, mein Mora Garberg Feuerstahl, um damit auch schön die Buschbox anzufeuern. Und wie ihr sehen werdet, auch den Weg freiräumen, weil das hier die Wanderwegbeauftragten wohl zeitlich nicht mehr schaffen im Harz. Hier noch Schlafabteilung, könnte vorne noch reinpassen, war jetzt aber drin. Und zwar ist es einmal eine aufblasbare Schlafmatte und auch ein Kissen. Und jetzt hier einmal Convenience, was Kochen angeht. Das habe ich nicht immer dabei, aber immer wenn ich weiß, dass wir wirklich was anfangen zu kochen, ist halt geil, sowas wie ein Brettchen zu haben, einen zusätzlichen Cup, wo man draus essen kann. Na, hier nochmal in der größeren Variante. Das Ganze dann auch schön dicht verschließen zu können, wenn es nicht wirklich sauber geworden ist, ist immer sehr hilfreich. Hier meine Utility Pouch habe ich im letzten Loadout Video für Sommertouren, Tagestouren euch schon gezeigt. Verlinke ich euch oben. Und ja, hier hat sich nicht viel geändert. Hier sind einfach die Kleinigkeiten, die man braucht. S-Bit als Backup, Tasse, Windschutz, Tempos, ne? Situationsbedingt. Alles klar. Dann kommen wir hier oben nochmal beziehungsweise hier vorne habe ich noch einen Deckel drin. Kommen wir gleich zu. Haben wir das Innenfach abgehakt. Hier ist zufälligerweise gerade noch der Griff von der Pfanne vom größeren Kochtopf dabei. Den hat aber Taco momentan im Rucksack dran. Hier oben habe ich immer gerne diese D-Karabiner, die sich auch öffnen lassen. Hier kann man immer alles Mögliche dran machen. In diesem Fall habe ich jetzt hier dieses Gummi, womit ich die Elefantenhaut immer sicher. Also generell, da klatsche ich immer alles ganz schnell dran, was ich gerade in dem Moment halt irgendwo gesichert wissen möchte. So, hier der Schnellzugriff. Da können Snacks rein, da können Getränke rein. Für mich auch GoPro-Equipment. Natürlich auch sehr wichtig die Waage, damit man damit flexen kann, dass sein Rucksack der schwerere ist. Ja. Mückenspray, ja, Creme, Desinfektion, man kennt es heutzutage. Alles, was man so braucht. Hier ist noch meine Camplampe. Die werden wir heute im Lost Place, denke ich, noch sehr gut verwenden können. Hier sind hier noch so Sachen drin wie Masken, Portemonnaie, Schlüssel kommt auch oft rein. Alles für den schnellen Zugriff. So, das knall ich hier eben nochmal rein. Und damit sind wir jetzt auch fast schon durch. Kommen wir zum letzten Punkt, trinken. Auch hier sichere ich das Ganze immer ganz gerne meine Flasche. Mittlerweile auch mit einem Lanyard dran, damit das Ganze nicht rausfliegt. Den Deckel hatte ich eben verstaut und zu dem Set gehört natürlich auch noch der Cup, mit dem ich dann gerne mal Wasser aufkoche für Tracking Meals oder für Kaffee. Geht echt schwer raus beim Trooper Pack. Das ist ein Verbesserungsvorschlag, den ich hätte generell bei den TT-Rucksäcken. Ich finde immer, da ist zu wenig Spiel bei diesen Taschen. I don't know. Aber es passt so gerade eben. Da gehen 1,1 Liter rein, wenn ich mich irre. Und dann speziell für die Tour habe ich mir gedacht, ich möchte nicht mehr so viel mitschleppen. Und anstatt immer 3-4 Liter Wasser mitzuschleppen, habe ich mir den Grail gegönnt. Ich werde ihn jetzt mal testen. Auf der Tour hat er wirklich wunderbar funktioniert. Wir haben da mehrmals mit gefiltert. Haben jetzt natürlich nicht das brackigste Wasser genommen, aber ja, das, was für uns noch einigermaßen trinkbar aussah, das Ganze dann hier schön durchgefiltert und damit haben wir uns die ganze Tour über perfekt versorgen können. Ja, Leute, ich glaube, ich habe nichts vergessen.
Es sieht immer aus, als ob es extrem viel wäre, an sich ist es aber nicht so viel, aber das ist so alles, was ich in der Regel bei solchen Touren dabei habe, wenn es nicht wirklich heißt Ultralight, sondern eher Abenteuer, Bushcraft, Urbex, seit neuestem. Grüße gehen raus an Taco. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Sachen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut gerne auch bei Instagram vorbei, da bin ich jetzt mittlerweile auch aktiv. Und ich würde sagen, danke an Taco, der hier sich verrenkt hinter der Kamera. Und ja, Leute, haut rein, macht euch einen schönen Tag. Ciao.